Der bei Ihnen wohnhafte Leopold Habern alles nicht zu Hause, weil ich das selber bin. Ich habe für ihn einen eingeschriebenen Brief. Haben Sie Post vollmacht? Ja, Sie sind ja schon total verrückt. Keine Amtsherrenbeleidigung, ich frage, ob Sie Post vollmacht haben. Gewiss habe ich Sie, das wissen Sie ja ganz genau, nicht? Bitte, bitte, dann geben Sie es her. Das ist ja wirklich, wissen Sie, dass Sie noch hat, das weiß ich schon lang. Aber alles hat ja schließlich seine Grenzen, da haben Sie es, bitte. Nein, jetzt sagen Sie vielleicht auch noch, dass die Postvollmacht nicht stimmt, ja, oder? Das stimmt. Oder dass ich nicht die Witwe Meierhofer bin. Stimmt auch. Also. Beides stimmt. Bitte, da haben Sie den Brief. Ja. Und da schreiben Sie. Wo? Ja. So. Meierhofer. Bitte. Ja. So. Herr Tötchen, der Brief ist ja von einem Rechtsanwalt. Was haben denn Sie mit einem Advokaten zu tun? Da ist mir ja gar nichts davon bekannt. Ja, sollten Sie am Ende ein unehrliches... Kinder! Was? Frau Meierhofer, wenn Sie in den vielen Jahren, die wir zusammen unter einem Dache hausen, mich nicht besser kennengelernt haben, dann kann ich Ihnen nur sagen, schämen Sie sich, Frau Meierhofer. Ja, machen Sie denn den Brief gar nicht auf? Ich bin im Dienst. Ja, aber ne? Da steht doch sicher was Aufregendes drinnen. Von einem Advokaten kommt nie was Gescheites. Ja, glauben Sie, ich bin nicht neugierig, möchte ja auch wissen... Ui, einfach auf, das ist eine Verletzung des Briefgeheimnisses. Sieh, da steht Kirche drauf. Was schreibt er denn?